Guten Tag, meine Damen und Herren. Herr Giegold, vielen Dank für das Wort. Mein Name ist Simler vom Rheinisch-Westfälischen Genossenschaftsverband. Ich habe mir gerade überlegt, wenn ich ein dicker Fisch wäre, hätte ich ein Problem, weil ich dann ja nichts mehr sagen könnte. Aber das mal nur als Spaß oder nur noch blub, aber das machen wir jetzt nicht. Ich wollte Ihnen drei Fragen beantworten. Die erste Frage, wer sind wir, was wollen wir und wo können wir uns Unterstützungen vorstellen? Wir sind ein regionaler Genossenschaftsverband, der rund 700 Unternehmen in der Rechtsform der eingetragenen Genossenschaft berät, prüft und betreut. Dieser wird von rund 3 Millionen Mitgliedern getragen und von rund 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Umsätze unserer Genossenschaften betragen rund 30 Milliarden und die Bilanzsumme unserer Kreditgenossenschaften beträgt rund 180 Milliarden. Jetzt sagen Sie sich natürlich, was ist das eigentlich? Wir haben auch rund 78 Photovoltaik- und Energiegenossenschaften mit über 13.000 Mitgliedern, die rund 18.000 Kilowatt Peak Leistung installiert haben und rund 11,5 Millionen Kilogramm CO2 einsparen. Das alles wird also genossenschaftlich organisiert. Ich will jetzt da gar nicht in die Details gehen, sondern will Ihnen nur sagen, wie funktioniert das. Wir sind eine Art Solidargemeinschaft, das heißt, die großen Unternehmen unterstützen damit die etwas kleineren Unternehmen. Das heißt, Sie können sich vorstellen, große Unternehmen, die Milliarden Umsätze machen, zahlen Beiträge an unser Haus. Dafür zahlen kleine Unternehmen relativ wenig. Relativ wenig will ich auch direkt mal als Summe bezeichnen. Eine kleine Genossenschaft zahlt bei uns einen Jahresbeitrag von 100 Euro. Das heißt, das ist ein Betrag, wo wir meinen, dass die Leistungen, die dafür abgefragt werden können, durchaus sachgerecht ist. Was wollen wir? Wir sind von der Idee begeistert, dass wir sagen, Menschen schließen sich zusammen, um gemeinsam etwas zu erreichen, was dem Einzelnen nicht möglich ist. Und das wollen wir auch unterstützen und das ist auch die Zielsetzung dessen, was wir uns vorstellen. Wenn das natürlich in der Rechtsform der eingetragenen Genossenschaft passiert, sind wir natürlich besonders begeistert, weil uns besonders das natürlich auch nach vorne bringt, weil wir aber auch der Meinung sind, dass die gesetzlichen Vorschriften, insbesondere des § 1 Genossenschaftsgesetz, der Mitgliederförderung etwas ganz anderes bedeutet als kapitalorientiertes Wirtschaften. Hier steht tatsächlich das Mitglied im Vordergrund und die Förderung des Mitgliedes. Und das ist nicht irgendetwas, sondern es ist gesetzlich vorgeschrieben. Und wir haben beispielsweise auch die Aufgabe festzustellen, ob der Vorstand einer Genossenschaft diesen Förderauftrag tatsächlich umgesetzt hat. Sie müssen sich das so vorstellen, wenn Sie sagen, das wird geprüft, klar, eine Jahresabschlussprüfung machen wir auch, aber wir gehen weit darüber hinaus, indem wir auch die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung feststellen und feststellen, ist der Vorstand dieses Unternehmens tatsächlich dem Förderauftrag zur Förderung der Mitglieder nachgekommen? Wenn wir das uns dann anschauen, dann haben wir natürlich das Problem, was brauchen wir? Wir brauchen, und da bin ich sehr dankbar, was Herr Beckmann eben gesagt hat, wir brauchen einen Sinneswandel. Und das können wir nicht häufig genug diskutieren, in die Bevölkerung hineintragen. Obwohl wir große Anzahl von Mitgliedern haben in unseren Mitgliedsunternehmen, ist es so, dass der genossenschaftliche Gedanke noch nicht ausreichend verankert ist und dass dieses Miteinander noch nicht ausreichend gelebt wird. Wir beobachten zurzeit zwar eine Veränderung im gesellschaftlichen Bewusstsein, das reicht nicht aus. Das heißt, wir müssen hier stärker gemeinsam daran arbeiten, dass auch die entsprechenden Menschen dazu aufgefordert werden, sich gemeinsam zusammenzuschließen, um gemeinsam Dinge zu erreichen, die dem Einzelnen nicht möglich sind. Das heißt, wenn ich mir das anschaue, dann stelle ich natürlich fest, wenn beispielsweise in den verschiedenen Förderprogrammen, da sage ich jetzt mal KfW, hat das Land vielleicht nicht viel mit zu tun, aber in den NRW-Förderprogrammen die Genossenschaft nicht in dem Maße gefördert wird, das heißt durch die Formulierung der entsprechenden Förderprogramme die Genossenschaft eigentlich rausfällt, dann sehen wir hier Handlungsbedarf, um die Menschen zu unterstützen, weil wir auch der Meinung sind, auch da danke ich Herrn Beckmann dafür, wir brauchen professionelle Unterstützung. Das heißt, im Gründungsgeschäft, wo wir tätig sind, wir müssen die Menschen professionell beraten und unsere Steuerberater, Rechtsanwälte, Juristen machen das auch.
denken Sie wieder an die 100 Euro. Und da brauchen wir auch ein Gründungscoaching und wir machen das auch. Und wir bieten diese Leistungen auch im Sinne einer Mitgliederförderung im Hilfe einer Selbsthilfevereinigung, wie wir uns als Verband eben sehen. Und wir können nicht nachvollziehen, dass in den verschiedenen Förderprogrammen, die so ausgestattet sind, dass wenn Sie sich die genau durchlesen, dass dann die genossenschaftliche Rechtsform rausfällt. Wir können auch nicht nachvollziehen, dass beispielsweise in der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen Vorschriften sind, die es eigentlich den Kommunen, wenn sie wollen, unmöglich machen, sich an Genossenschaften zu beteiligen. Und wenn wir schon gesellschaftliches und bürgerliches Engagement haben und die Kommunen ziehen sich daraufhin zurück und sagen, die Vorschriften in der Gemeindeordnung lassen das nicht zu, dann haben sie schon einen großen Hemmschuh, weil die Bürgerinnen und Bürger dann sagen, ja, Moment mal, was ist denn hier eigentlich los? Wir haben ein Problem, das ist jetzt vielleicht nicht landestypisch, aber die Frage, wenn wir Einkaufsvereinigungen haben, dann ist es ja sehr schwierig, wie sieht denn die Preisgestaltung aus? Ich sage mal als Beispiel, wenn Sie in einem großen Kaufhaus, was bundesweit tätig ist, irgendein Produkt kaufen, dann haben Sie in Hamburg den gleichen Preis wie in München. Wenn Sie das jetzt mit einer Einkaufsvereinigung machen, die dann vielleicht auch nur regional verankert ist und die haben dann gleiche Preise, dann haben Sie möglicherweise das Problem, dass Sie Preisabsprachen treffen und die dann möglicherweise unzulässig sind. Ich weiß, es gibt dann natürlich die Frage des relevanten Marktes und es gibt die Safe Harbor Vorschriften und, aber gleichwohl müssen wir diese Fragen diskutieren. Die weitere Frage ist, wir beschäftigen uns ja auch mit weitergehenden Fragen, wie können denn Genossenschaften gegründet werden, Familiengenossenschaften. Das heißt, mittelständische Unternehmen schließen sich zusammen, um gemeinsam Dienstleistungen im Sozialbereich für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erbringen. Oder, Entschuldigung, Familiengenossenschaften dergestalt, dass sich Tagesmütter zusammenschließen, um ihre Dienstleistungen anzubieten. Arbeitnehmergenossenschaften, die sich dann an ihrem Unternehmen beteiligen. Oder gemeinsam mit unserem Kollegen Herrn Jeschke hier vom Wohnungsbauverband wohnen im Alter in der Rechtsform der eingetragenen Genossenschaft, in anderen Formen, in Abgrenzung zum Wohnungseigentumsrecht. Das heißt, wenn wir diese Vorschriften uns alle anschauen und diese Ideen entwickeln wollen, dann brauchen wir den Dialog mit Ihnen. Dann müssen wir aber auch prüfen, was ist denn beispielsweise mit einer Produktivgenossenschaft, wo Arbeitnehmer und Arbeitgeber praktisch identisch sind. Das heißt, die Arbeitnehmer sind gleichzeitig Gesellschafter. Wenn Sie dann sagen, okay, wir machen eine genossenschaftliche Rückvergütung, die ja im Steuerrecht privilegiert ist, § 22, dann werden Sie feststellen, dass wir eine sehr restriktive Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes zu dieser Thematik haben, denn die sagen, im Gesetz steht Umsatz und Umsatz ist nicht, wenn ein Arbeitnehmer Leistungen zur Verfügung stellt. Das heißt, wir brauchen auch hier neue Ansätze, darüber nachzudenken, was wird denn eigentlich jetzt steuerlich privilegiert, weil wir wollen ja die Mitgliederförderung. Und Genossenschaften, und das muss ich auch nochmal deutlich sagen, zeichnen sich nicht dadurch aus, dass sie Dividenden auf eingesetztes Kapital zahlen, sondern dass sie auch die Mitglieder dadurch fördern, dass diejenigen, die die Leistungen in besonderem Maße in Anspruch nehmen, dafür auch einen Bonus zurückerstattet bekommen, um dadurch die Leistungen preiswerter zu machen. Wenn Sie das aber machen, haben Sie dann auch das nächste Problem wieder, dass Sie im Körperschaftssteuerrecht dann, wenn Sie Mitglieder und Nichtmitglieder nicht gleich behandeln, dass Sie dann direkt in das Problem der verdeckten Gewinnausschüttung kommen. Das heißt, das sind so Thematiken, die wir gemeinsam erörtern müssen, um dahin zu kommen, dass diese Genossenschaften weiter gefördert werden. Bis hin zu der Frage, wie können denn Programme aussehen, um beispielsweise ein Gründungscoaching für diese neu gegründeten Unternehmen zu finanzieren. Das heißt, wir haben das eben schon gehört, wie wichtig das ist, dass wir diese Unternehmen weiter begleiten. Und nach unserer Erfahrung braucht es mindestens so 3 Jahre, bis das dann anfängt, selber zu laufen. Und da brauchen die Unternehmen professionelle Hilfe, die geleistet werden können, aber die muss natürlich auch bezahlt werden. Wir sind natürlich bereit, unseren Beitrag zu leisten. Ich will jetzt gar nicht über unsere sagen wir mal, Sätze reden, die sind relativ preiswert, aber es geht alles nicht alleine. Wir wollen das natürlich,
Aber wir sind auch bereit zu sagen, das machen wir gemeinsam und dann nehmen wir auch Unterstützung in Anspruch. Wenn Sie sich den Beispiel noch als letztes nur als Beispiel rausnehmen, erneuerbare Energien, dann sind wir uns wahrscheinlich einig darüber, dass wir irgendwann dauerhaft aus der Komplettsubventionierung heraus müssen. Und es ist auch wichtig, dass wir Strukturen und Anreize schaffen, um den dezentral erzeugten Strom auch vor Ort zu verbrauchen. Das ist aber auch schwierig. Das heißt also, wenn wir heute sagen, eine Energiegenossenschaft vor Ort erzeugt den Strom vor Ort, ja Herrgott nochmal im Himmel, warum soll er denn nicht auch vor Ort verbraucht werden? Warum soll das denn nicht gefördert werden, bevor wir Riesenüberlandleitungen brauchen? Ich weiß natürlich, dass in einem Energieland wie Nordrhein-Westfalen es sehr schwer darstellbar ist, sage ich mal, Großindustrie, die sehr starken Energiebedarf haben, jetzt allein in diesem Bereich so zu unterstützen. Das wird so auch nicht funktionieren. Das ist nun auch klar. Aber wir müssen doch diese kleineren Ansätze schaffen und wir müssen uns überlegen, wie wir das hinkriegen. Denn unsere Überlegungen sind die, dass wir sagen, wir brauchen eine Versorgung aus der Region für die Region. Und sei es kleine Dorfläden, sei es Energiegenossenschaften oder sei es auch Familienarbeitnehmergenossenschaften oder sonst was. Und insofern danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank.